So, hallo! Herzlich willkommen zu unserem ersten Part unseres ersten Let's Plays! Ich begrüße euch zu Super Mario 64! Let's play again. Ja, das waren die legendären Worte, mit denen alles angefangen hat. Und genau deshalb, weil der Kommentationsstil so ein bisschen, ja, antik war, zocken wir das Abenteuer nochmal. Und das Wichtigste, was ich damals vergessen habe, immer ein bisschen die Ohren lang zu ziehen. Geht es nicht mit R festzuhalten oder so? Da war doch was. Ja. Moment. Aha. Warte mal. Ach. Oh Mann. Den hab ich nicht. Oder habe ich mal was ganz komisches? Warte, Moment. Mach die Nase mal runter. Upp. Sieht fast aus wie eine Sonnenbrille. Moment mal. Ja. Das ist unser Held. Der die Welt erhält. Wow, schon zum dritten Mal. Obwohl, ich habe sehr viel öfter durchgespielt. Und das war unser legendärer Spielstand, das erste Let's Play. Deswegen... Spielstand D und dann haben wir wirklich alles. Lieber Mario, komm ich doch mal in meinem Schloss besuchen. Der Kuchen steht bereit. Ein Freund auf Dotzel Peach. Ich hoffe, es hat jetzt nicht gestört, dass ich die Peach-Stimme aus Super Paper Mario benutzt habe. Lucky two for the win. Ja, also ich möchte mal ansprechen, in meinem allerersten Let's Play, da bin ich noch, ja, schüchtern. So ziemlich jeder ist mehr oder weniger schüchtern gewesen in seinen Anfängen. Und ja, das Spiel ist aber genial. Ich habe damals so viele geniale Fails gehabt und im Grunde war es episch, das Let's Play. Nur ich habe halt so schüchtern kommentiert und das hat sich inzwischen gelegt. Ich habe mich immer weiterentwickelt und hatte schon geplant als ein Jahres-Special und habe mir dann gedacht, nee, mach's als zwei Jahres-Special und jetzt kann ich es halt doch nicht mehr abwarten, die Bombe nochmal zu zocken. Herzlich willkommen! Durch eine Warpröhre bist du direkt zum Schloss der Prinzessin gelangt. Die Steuerung ist einfach. Benutze den A-Knopf zu springen und den B-Knopf zu umschlagen. In der Schilder kannst du lesen, wenn du dich davor stellst und den B-Knopf betätigst. Der Analogstick dient der Steuerung. Doch jetzt genug der vielen Worte. Auf zum Schloss, mein Gott! Okay, damals habe ich die ganzen Sachen nicht vorgelesen. Ganz einfach, weil ich so nervös war. Oh, Moment mal. Man kann es irgendwie schaffen, da hinzukommen, ohne von Lucky Two gestört zu werden. Na gut, aber... Na gut, ich schaff's nicht. Whatever. Ja gut, dem sind gequatscht, können wir ehrlich gesagt doch... Guten Tag, liebe Freunde des Action-Kinos. Die Lucky Two Film AG versorgt euch ständig mit den neuesten Informationen. Mario hat gerade Prinzessin Toadstools Schloss erreicht und macht sich auf die Suche nach den Power-Sternen. Warum weißt du das schon? Eigentlich sind wir doch nur hergekommen, um Kuchen zu futtern, oder? Mysteriös. Na, wen haben wir denn hier? Es ist nicht mehr zu Hause, also verschwinde bitte wieder. Okay, ich fand meine Bowser-Stimme schon immer dumm. Auch in Paper Mario. So! Was für Unterschiede gibt's? Mein Joypad ist inzwischen noch ausgeleierter. Das ist natürlich schade. Aber soll nicht drüber hinwegtäuschen. Bringt vielleicht ein paar lustige Fails. 120 Sterne sind das Ziel. Du bist mitten in der Kampfarena gelandet. Sei vorsichtig. Die von Bowser erbeuteten Power-Sterne findest du in den Wandgemälden. Sprichst du erst mit Buddy, der Rosa-Bombe. Drück B, um sich mit dir zu unterhalten. Sie und ihre Kolleginnen werden für dich sicher unterstützen, Mann. Drück B, um Schilder zu lesen. Mit A oder B kannst du Nachrichten. Jetzt reicht's aber. So. Ein legendäres Spiel. Und wer das noch nicht gespielt hat, der muss es tun, Leute. Und wer's... Ja. Ihr müsst es tun. Also nicht so viel Galaxy Sunshine suchten auch mal hier. Das ist wirklich... Auch wenn es ein bisschen bekloppter aussieht, weil die Grafik halt noch so ein bisschen klobig ist, unbedingt zocken. Ey, das ist echt einer meiner All-Time-Favorites. Und falls ihr jetzt fragt, ja, werden die anderen Spiele auch reloaded, kann man sagen, ist nicht geplant. Also wahrscheinlich wohl eher keins. Allerhöchstens irgendwann Banjo-Kazooie, aber sonst never ever. Aber dieses Spiel hier, das hat's verdient. Wir nehmen natürlich die Abkürzung, ganz klar, was auch sonst. Und geben... König Bomb Bomb erstmal auf die Mütze. Falls sich jemand fragt, das überspringen wir jetzt. Werden es wieder 47 Parts? Kann ich sagen, nein.
Weil ganz einfach, damals habe ich mich an die Regel gehalten, damals waren es noch 10 Minuten. Warum schmeiße ich ihn runter? Oh, das ist doch falsch. Kommt davon, wenn man zu viel quatscht. Ganz ehrlich. Achso, ja, quatsch nur ein bisschen. Damals habe ich mich an die 10-Minuten-Regel gehalten. Also wenn ihr in die Playlist guckt, wie lang die Mario 64 Parts waren, so immer so 9 Minuten oder 10 oder höchstens 11. Das war damals, ja, das Höchste, was man hochladen konnte. Vor über einem Jahr. Ich war ja schon auf YouTube 2005. Da hat es noch keiner gekannt. Das war so eine Art Geheimtipp. Obwohl da fast keine Videos drauf waren irgendwie. Man hat Oddworld eingegeben und es kam nichts. Nichts. Kein Video. Suchbegriff Oddworld. Da haben wir den ersten Stern. Ja, und damals war alles noch... Der Bildschirm war sehr, sehr klein. Also war... Ja, Grafikqualität. Ja, so 120p. Also wirklich, das war damals nicht schön. Haben sie einiges verbessert. Nur um es inzwischen noch an anderen Ecken wieder dermaßen zu verschlechtern. Aber gut. Darum soll es jetzt nicht gehen. Wobei die Welt schon gut aussah. Immer so viele kleine Änderungen und inzwischen nach über einem Jahr ist YouTube, ja, komplett anders. Besiege den schnellen Cooper, das tue ich doch immer wieder gerne. Hallöchen, Popöchen. Ja, das Gewatsche ist eigentlich für die Katz. Das hatte ich damals schon recht gehabt irgendwie. Überspring's. Dieser Cooper ist keine Herausforderung, das haben wir damals schon erleben dürfen. Habe ich mich über ihn lächerlich gemacht. Es gab auch ein Best-of Super Mario 64 Let's Play. Das war das 300-Abo-Special. So ein Abo-Special wird es nicht mehr geben, aber... Ihr könnt natürlich gerne eins zusammenzimmern. Damals hatte ich noch keine Fans. Schnief. Aber, ja, wer Bock hat, gab es ja auch schon, ja, gewissermaßen zu Mario Galaxy 2, gab es zu Mario Brothers 2 und 3 und gab es zu Mario World. Also ihr findet das alles unter meinen Favoriten. Unter meinen Playlist. Da gibt es so eine Playlist namens LPM Fanpower. Autsch. Na komm, wir gehen den richtigen Weg. Nur, dass ihr es mal seht. Hau ruck! Weil wir haben ja keine Kühe zu melken davor, da oben. Ich stell mich unerwartet blöd an! Kinderleichte Aufgabe in Welt 13 kommt Cooper nochmal zurück. Da unten ist er, der Spaten. Und ja. Mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Yeah! Achso, gestern Kaizo Mario, heute Mario 64. Die berechtigte Frage vielleicht, spielst du Kaizo Mario 64? Die Antwort, nein, niemals. Ich find's nicht nur totaler Schrott, ich wüsste auch nicht, ich habe keinen Nintendo 64 Emulator. Früher, vor 5-6 Jahren, war mein PC dazu zu lahm. Okay, ich habe einen anderen, aber ich will gar nicht ausprobieren, ob es geht. Und ja, Kaizo Mario 64 ist ja... Nee. Hm, pff, ach, boah, du hast mich geschlagen. Das grenzt an ein Wunder. Hier, du hast ihn dir verdient. Es ist ein Roboter im Herzen seines Innern. Stern Nummer 2. Here we go. Besiege den schnellen Cooper. Das mache ich aber ganz schnell. Und los geht's. Jetzt kommt die Insel, glaube ich. Fliege zur schwebenden Insel. Ich muss euch sagen, ich habe Mario 64 mal seit meinem Let's Play nicht mehr angerührt, ne? Also viele von euch kennen ja auch Mario 64 DS. Das ist ein Remake. Da gibt's, glaube ich, 150 Sterne sogar. Achso, Moment, du musst mir erst die Kanone aufmachen. Oh, was mache ich denn hier? Hm, irgendwie habe ich damals ein bisschen konzentrierter gewirkt. Kann das sein? Hey, mach das Ding auf! Guten Flug. Ja, aber die Kanone da, die kannst du eh in der Pfeife rauchen. Also wir benutzen die ganz da hinten. Der gute Ali hat ja auch Super Mario 64 Let's Played, aber mit so vielen Schnitten, also ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Der hat ja irgendwie alles rausgeschnitten, jeden Weg, der hat nur die Mission gezeigt. Der hat sogar die 100 Münzen-Mission rausgeschnitten. Ja, warum? Hat dann die 100 Münzen-Mission rausgeschnitten? Ich meine, das ist doch das Lustigste irgendwie, finde ich. Also, da wird man erstmal gefordert und die Leute können sehen,
ob man es drauf hat oder nicht. Und wenn man mal fehlt, dann fehlt man halt mal. Was ich damals gefehlt habe, ne, mit 90 Münzen oder sowas. In die Lava gefallen, hey. Herrlich, herrlich, herrlich. Das war noch Zeiten. Ja, und die will ich jetzt wieder erleben. Haha. Und dieses Spiel hat's echt verdient. Du hast 3 magische Powersteine gesammelt. Jetzt kannst du jede Tür öffnen, deren Siegel eine 3 trägt. Du kannst Türen so oft passieren, wie du willst, aber pass auf, in höheren Stockwerken werden die Gegner viel stärker. Gut kombiniert, Panzerauge. Aber wir wollen erstmal weitermachen. Ach, die 8 roten Münzen, die kombiniere ich halt immer gerne und das war damals auch schon so mit den 100 gelben Münzen, aber ob es in dieser Mission Sinn macht? Also ich will die Münzen nicht sammeln. Okay, das ist Mission 4. Mission 5 war was? Also der Kettenhund war Mission 6. Wie viele Äpfeln, was waren da noch? Welche Aufgabe gab es da noch? Gibt es da noch eine Trash-Aufgabe oder so? Hm. Okay, erstmal du. Yay, ich sehe nichts. Du stehst vor der Linse, Dicke. Und tschüss, Mann! Yeah! Rup de Kuh! Ja, mit dem Ding. Da kann man sich sogar durchglitschen. Durch die Gitterstäbe, das geht. Ach, überhaupt kann man bei Mario 64 sehr viel glitschen. War ja noch recht neu, die Technik. Jetzt frage ich mich schon, Moment mal, steht das da? Nee, oder? Ah, doch. Ah! Das war Mission 5. Ey, ich bin so ein Hohlroller. Lass mal kurz überlegen. Wir haben... Ach so, die fliege alle Dinger. Ja, okay, das haben wir ja auch nicht. Bleib mal stehen. Kurz verlassen. Die fliege die Münzenringe. Dazu brauchen wir auch das Flugcappy. Das bekommen wir mit 10 Sternen. Da kommt da oben so ein Gedöns und ja. Deswegen machen wir jetzt erstmal Welt 2. Die können wir an einem Stück durchnudeln. Da hält uns nichts. Yay, 15 Minuten Parts im Vergleich zu damals. Eine Wucht, hä? Direkt weiter, Welt 2. Bin ich mal gespannt, wie viel Parts ich brauche. Da sehe ich auch nicht, ob ich besser oder schlechter als damals bin. Wahrscheinlich genauso, ich möchte nur sagen, unterhaltsam. Ah, es gibt da den Trick, den habe ich damals nicht gezeigt. Das könnte ich jetzt mal nachholen. Hoffentlich packe ich das. Oder habe ich ihn damals gezeigt? Oh, da will ich jetzt nicht lang. Hallöchen, mein Freund. Alles stampfig bei dir? Ach, mal sehen. Vielleicht kriege ich es hin, vielleicht nicht. Okay, das sieht geil. Das war ein Sprung. Ins Ungewisse. Hey, cool, die Arena erinnert mich an was. Das gibt's doch gar nicht. Was willst du? Ich bin in meinem Reich. Ich werde dich lehren, meine Befehle zu. Oh, ich werde mal deinen Rückenschmerzen. Ja, Mario Galaxy 2. Ich erinnere mich gerne dran. Da gab es auch die Rückblende-Galaxie. Und das ist halt, für die, die das Spiel vielleicht nicht gespielt haben, eine 1:1-Nachbildung im modernen Wii-Style. Hallöchen, da sind wir oben. Wir können den grünen Stern so erreichen. Ja, eine 1:1-Nachbildung von dieser Welt. Wumms, Wuchtwall. Und das ist eine Spitzenidee, Leute. Ich war damals ganz aus dem Häuschen und das zu Recht. Mit dem Original-Sound, aber alles halt modernisiert. Und jetzt sind wir schon wieder hier. Coole Sache. Okay, ich weiß gerade nicht, ich habe am Anfang ein bisschen geschnitten. Bevor ich angefangen habe, deswegen weiß ich nicht, wie spät wir gerade haben. Und deswegen beende ich den Part jetzt hier. Im nächsten Part geht's dann weiter mit... Mit was geht's weiter, Mario? Mit dieser Welt und mit der nächsten Welt. Freut euch drauf, das wird genial, Freunde. Also Leute, bis dann und ciao.